Ja, schönen guten Abend, herzlich willkommen zu unserem heutigen Baltic-Seminar. Heute Abend ein besonderes Thema. Wir wollen Ihnen heute Abend ein paar Operationen zeigen, die vergleichsweise innovativ sind. Wir haben unsere drei Operateure, die jeweils die Spezialisten dafür sind, gebeten, das Ganze heute hier für uns zu performen, wie das so schön neudeutsch heißt. Sie sehen da im OP jemand mit Mütze und verkleidet, aber man hört ihn, deswegen weiß man sofort, wer es ist. Der erste Operateur heute ist also Dr. Pölzel. Also wir haben eine Patientin, die vor 10 Jahren an der Katarakt operiert wurde, nicht bei uns, muss man dazu sagen. Ne? Und das Endothel hat es nicht überlebt, hat jetzt eine sehr schlechte Sehschärfe von 0,3. Und da werden wir das Endothel austauschen anhand meiner speziell entwickelten Swimming D-Sec. Wir werden das alles gut sehen können. Der Kameramann hat gesagt, das wird kein Problem sein. Also freuen wir uns darauf. Ne? Prima. Bist du denn soweit? Du kannst dann auch gleich gerne loslegen. Ja. Wir sprechen hier noch kurz, was sonst noch so kommt und dann könnt ihr gerne anfangen. Du sagst mir Bescheid, wann es losgehen soll. Ne? Ja, dann sage ich einfach, top, die Wette gilt. Das Auditorium kann ja auch immer fragen, während ich arbeite. Ne? Ist übrigens sehr schön zu sehen, du. Sehr schön. Also, wir haben das so gedacht, wir machen alles live. Das Einzige, was ich vorweg gemacht habe, ist, ich einmal gemessen habe, wie dick das Transplantat ist. Das habe ich vorher deswegen gemacht, weil das Messgerät ein bisschen wackelig ist zurzeit aufgrund des Akkus da. Wir haben das gemessen vor 3 Minuten und haben eine Dicke gemessen von 536 Mikrometer. Und jetzt bauen wir uns da, kann man das gut sehen, die Vorderkammerbank, da mache ich jetzt mal ein bisschen Wasser oben drauf und dann werden wir das Transplantat mal einspannen. Also das Bild ist super und der Ton auch, Markus, alles gut. Wunderbar. So, ich nehme da jetzt aus dem Schälchen das Transplantat und lege das da auf die Vorderkammerbank. Das kann man ein bisschen stabilisieren. Dann guckt man, dass es schön zentriert liegt. Dann haben wir so einen Bausatz und stecken das jetzt langsam zusammen. Die ist etwas exzentrisch rausgeschnitten worden aus der Leiche, deswegen ist das, da muss man ein bisschen aufpassen, dass das System dicht bleibt. Ja, das ist immer ganz wichtig, wenn da irgendwo Wasser austritt und wir Druckverlust haben, dann gibt es einen Fehlschnitt, das wollen wir natürlich verhindern. So, wir schrauben das jetzt mal zusammen, relativ fest, dass es dicht ist. Da hängt eine Infusion dran mit Flaschenhöhe, ne, 1,50, dann drehen wir das schön fest und dann teste ich mal, da ist ordentlich Druck drauf, das passt ganz gut. Jetzt kommt da so ein Ring. So, jetzt kommt diese Halterung und dann machen wir das fest. Falls Sie hier irgendwie zwischendurch Fragen haben, einfach melden, wir geben das dann sozusagen rüber. Also wenn man das so sieht, ist echt wunderschöne Feinmechanik, finde ich. Also wirklich, das macht so richtig Spaß, wenn man da zuguckt mal. So, wir haben eine Transplantatdicke gesagt, 536, ich habe da verschiedene Schneideköpfe, nehme jetzt einen mit 500, also ich schneide jetzt von den 536 500 weg und wenn die Messung richtig war, dann darf das Transplantat nicht einsinken, also es darf kein Loch entstehen und dann müsste theoretisch oder auch praktisch ein Transplantat mit einer Lamellendicke von 36 Mikrometer übrig bleiben. Das kann man auch nach ein paar Tagen messen. Man darf nicht vergessen, dass die gequollen sind. Das heißt, nach 2-3 Tagen hat es wahrscheinlich nur noch 20 μ. Das heißt, wir befinden uns auf einer Ebene von einer D-Mac. Das ist eben nicht eine reine D-Sec, sondern das ist meine modifizierte D-Mac. Ich bin nie umgestiegen, weil eben die Ergebnisse gleich gut sind und ich keinen großen Schnittverlust verzeichnen habe, vielleicht im Jahr, Jörg, korrigiere mich, aber das sind vielleicht 2-3 Transplantate, die kaputt gehen. Es ist auf jeden Fall so wenig, dass es nicht besonders auffällt. So, die Schwester hat es da angesteckt, wir machen jetzt so einen kleinen Test und schauen, ob das gut läuft. Einmal auf Edit Store drücken. Okay. Wie viel Vakuum hat er? Gut. Bisschen höher drehen das Vakuum, bisschen nach rechts drehen.
So 610 hätte ich gern. Ja? Gut, das reicht. So, wir machen das schön feucht. Das muss immer schön feucht sein, das ist ganz, ganz wichtig. Dann spannen wir das hier ein. Und dann ist ganz wichtig, dass der Zulauf geschlossen wird, dass der Druck erhalten bleibt während des Schnitts. So. So, jetzt schneiden wir. Das Pendula, was ja aus der Laserchirurgie ursprünglich kommt, um die Flaps zu schneiden, macht sehr, sehr genaue Schnitte. Ich war bei Schwind und habe das an vielen Modellen ausprobiert und haben da Variationsbreiten von 10, 12 μ, mehr ist es nicht. Wir nehmen das jetzt da weg. So, jetzt müsst ihr da drinnen, kann man das gut sehen, die Lamelle ziehe ich jetzt raus. Das ist der Verschnitt. Die oberen 400 μ, die brauchen wir nicht mehr. Legen wir weg. Und jetzt drehe ich das wieder auf. Dann trockne ich das ein bisschen. Dann mache ich mir da drauf eine Markierung, weil ich ja im Auge ganz gern sehe, wo oben und unten ist oder wo die endotheliale Seite ist, beziehungsweise die stromale Seite ist oder die Deszimetseite. Einen Stift haben wir hier. Da muss man irgendeinen Buchstaben wählen, wo man dann erkennt, ob der Spiegel verkehrt ist oder nicht. Ich mache da jetzt ein F. So, dann habe ich hier eine 8 mm Stanze, da lege ich das Transplantat jetzt rüber. Ich mache das System jetzt langsam auf, muss auch aufpassen, dass er nicht raushüpft, das Transplantat, dreht es ein bisschen zurück, den Zufluss, und löst dann das langsam. Im Idealfall bleibt es dann da drinnen, so wie jetzt, das ist wunderbar. Schau hier jetzt aufs Endothel, nimm meine Pinzette und hol das da vorsichtig raus. Ich habe das Endothel ja nie berührt, zieh das da raus und legt es dann hier in die Stanze rein. So, hier liegt jetzt das Transplantat mit einer Dicke von, ich sage jetzt mal ca. 40 μ, mit einem Sklera-Rand dran. Jetzt zentriere ich orientiere mich dann an der Schwalbelinie, dass ich ein gutes zentriertes Transplantat habe. Habe da vier Pünktchen, wo ich das ganz gut machen kann. Und dann habe ich hier meine Stanze. 8 mm und dann drücke ich da mal fest. Das ist immer so eine Sache, dass das überall durch ist. Hebt es dann ab und jetzt müsste nur das Transplantat, kann man es gut sehen? Ja. Das Transplantat zurückbleiben und so ist es auch. Das ist der Skleralrand, den brauchen wir nicht. Ich gebe in die Schale jetzt ganz ein bisschen näher Medium rein. Wir geben sie gleich ins Patientenauge, dass es nicht ganz austrocknet. Mache ich ein bisschen was drauf, ganz vorsichtig. So, das war die Vorbereitung. Jetzt holen wir den Patienten rein und dann geht es direkt weiter. Ich setze mich einmal um. Markus, also eins noch, ich mache ja Swimming Desic, das heißt, das Problem war ja immer der Lamellentransport, oder ist der Lamellentransport, das heißt, bei einer D-Mac hat man ja die Rolle, die man sich in so ein Röhrchen reinzieht und dann ins Auge shootet. Bei der Desic war immer das Problem, wie bekomme ich das Transplantat auf meinen Shooter, und machen viele mechanisch und haben dann das Problem, dass das Endothel dabei verletzt wird. Ich lasse das Transplantat schwimmen und muss es eben nicht mit einer Pinzette irgendwo hinziehen. Ich mache mir da so ein schönes Schwimmbad. Da habe ich die Nährlösung und lasse das mit Wasser volllaufen und lasse das Transplantat dann wunderbar drin schwimmen. Das geht in der Regel nicht unter, wenn es dünn genug ist, auch nicht. Und dann kann ich das, bevor ich es ins Auge reinziehe, mir wunderbar auf meinen Shooter schwimmend transportieren. So. Hast du das selber ausgedacht? Ja, das habe ich mal, den Kindern zugeguckt, wie sie irgendwas in ihrem Schwimmbecken schwimmen haben lassen. Da habe ich gedacht, Mensch, das kannst du auch mal probieren. Das bringe ich jetzt rüber. Kann ich das da hinlegen?
Auf das T-Shirt drauf oder hier? Das ist Live Surgery, ne? Kennst du Harry Valerian noch? Der ein oder andere von Ihnen wird ihn noch kennen. Legendärer Sportreporter, der immer das aktuelle Sportstudio moderierte, der sagte in solchen Situationen dann immer gerne Regie, wo Summer. So, ich ziehe mich einmal kurz um. Patient kann rein und dann geht es so weitergehen. Gibt es im Moment Fragen soweit? Dieter, was mich mal interessieren würde, das sah ja doch sehr nach Handwerk aus, mit diesen Schrauben und so. Also es ist am Anfang, könnt ihr mir noch hören, Jörg? Ja, ich kann dich hören. Es ist am Anfang, man kann bei diesem, das kann man vielleicht als Nachteil der Dieme gegenüberstellen, dass es, wenn man es noch nicht oft gemacht hat, fehleranfällig ist, das Zusammenbauen, dass man die richtigen Druckverhältnisse mehr hat, dass die Köpfe richtig tief schneien. Andererseits ist das Abpräparieren der Diemec-Lamelle, wenn man es mechanisch macht, auch sehr fehleranfällig. Das heißt, ich behaupte mal, wenn man das oft macht, und ich mache es nur mal oft, ist die Fehlerquelle und der Transplantatverlust signifikant geringer. Und die Transplantatdicken, also ich habe ja viele, viele Fälle nachher im OCD verglichen, wir kommen da im Schnitt zwischen 20 und 40 μ, und eine Diemec-Lamelle hat auch in dem Bereich. Das heißt, da ist die Deszementmembran und ein paar Stromerlamellen vielleicht noch dran. Das heißt, die Visusergebnisse sind komplett gleich, da habe ich keinen Unterschied. Und das Handling im Auge dieser Lamellen, die ich transplantiere, wenn die so ein Hauch paar Stromerlamellen drauf haben, das ist deutlich einfacher und auch in komplexen Situationen absolut gut kontrollierbar. Also auch bei, wenn es eine Aphakie ist oder ein ganz schlechter Einblick ist, kann man trotzdem diese Lamellen wunderbar handieren und hat nicht diese Rolle, wo man dann schon zumindest einen mäßigen Einblick haben muss, um das auszubreiten und zu fixieren. So, die Patientin kommt schon rein. Dietlef, diese handwerkliche Geschichte und auch das Schneiden mit dem, gibt es da auch einen Laser für, der sowas kann? Gibt ja mittlerweile für alles Laser, auch die Laserpräparation von der Endothelschicht wird teilweise schon mit Lasern gemacht. Ich glaube einfach, dass das Allerwichtigste ist, dass es Leute machen, die es regelmäßig mit ihrer eigenen Technik machen. Ich glaube, dass ein Technikwechsel immer zu Problemen führt und dass die Diskussion da ein bisschen, genauso wie es jetzt bei LASIK und SMILE und PRK ist, das Wichtigste ist, dass es Leute machen, die Erfahrung haben, die richtige Indikation stellen. Und ich glaube, dass dann die allermeisten Verfahren gute Ergebnisse haben. Und er macht es eben ständig und deswegen hat er mit seinem Verfahren einfach sehr, sehr gute Ergebnisse. Egal, ob da jetzt auch noch mechanisch was gemacht wird oder nicht. Man wird das auch gleich sehen, wenn das Endothel runtergeht. Nicht? Wir hatten gerade eben so eine kleine Diskussion, wenn die Hornhäute sehr, sehr gequollen sind, sehr, sehr dick sind, wenn die Indikation sehr, sehr spät gestellt wird, ist es teilweise, vielleicht sagt Markus da gleich auch noch was zu, sehr, sehr schwer, die überhaupt auch abzuziehen. Und da entstehen dann auch teilweise schon Probleme für den postoperativen Heilungsverlauf. Und die Lasertechniken in dem Bereich, die werden immer wieder viel diskutiert, viel vorgestellt, auch die für die penetrierende Keratoplastik, für die lamelläre Keratoplastik, aber im Alltag so richtig komplett überall durchgesetzt haben sie sich nicht. Und die meisten Techniken sind auch in diesem Bereich immer noch mechanische Techniken. Aber wir haben das ja gesehen, das ist wirklich wunderbare Feinmechanik. Diese Keratome, die gibt es ja wirklich schon sehr, sehr lange. Die haben im LASIK-Bereich ja auch sehr, sehr weite Verbreitung gefunden. Und die Flap-Dicken haben wirklich Schwankungsbreiten in der Regel auch in Studien vor 10 Mikrometern. Nicht? Und das ist schon sehr, sehr exakt. Man kann ja heute auch im OCD das so schön nachmessen, postoperativ, ne? Mit der Kaliberfunktion. Man kann ja wirklich ganz, ganz genau sehen, wie dick sind die Lamellen. Und wenn man das vergleicht mit einer guten D-Mac, ist das, wie gesagt, ähnlich. Zum Laser muss man sagen, dass im Bereich der perforierenden Keratoplastik die Lasertechniken, naja, also der Vorteil soll ja der Schnitt sein, soll ja das sein, die Dichtheit und die Stabilität beim Zusammenwachsen. Das ist aber im Prinzip nicht das eigentliche Problem der Keratoplastik. Ne? Das ist ja, wenn man sich die Astigmatismen postoperativ anschaut, ob man es lasert oder nicht lasert, ist kein gravierender Unterschied. Ja? Das ist so operateursabhängig, das ist so abhängig vom Nähen. Das Entscheidende bei der Perforierung ist einfach die Nahttechnik und nicht, ob ich es lese oder nicht lese. Sicherlich, Herr Förster, lieber Jörg, wenn wir da mal einen Laser kaufen, wäre nichts dagegen. Aber ich glaube nicht, dass die Ergebnisse doch besser wären.
Und bei der Lamellären ist es so, dass die, wenn man das dran, den Spender, die Spenderhorn hat, lasert, dann muss man ja mal über den Kollateralschaden diskutieren, den man in dem Bereich induziert. Ja? Es ist ja nicht so, dass ein Laser nichts macht, da sprechen wir auch über Wärme, die induziert wird. Da ist das Endothel super empfindlich. Und deswegen glaube ich nicht, dass im Bereich der hinteren lamellären Chirurgie sich ein Laser da durchsetzen wird. Aber lassen wir uns überraschen, die Entwicklung geht ja ganz rasant da. Ne? So, ich darf die Liege bitte einmal bitten, nach unten zu ihm. Genau. Frau Mark, geht es Ihnen gut? Ja. Ich habe Ihnen vorher erzählt, dass ein paar Leute zugucken werden. Na, jetzt fangen wir langsam an. So, Frau Mark, darf ich Sie bitten, den Kopf, das Kinn so ein bisschen zurückzu? Geht das so? Wunderbar. So. Man kann jetzt mal umschalten auf das Kamera, also auf das Mikroskopbild. Ist da, wunderbar. Auch das ist gut zu sehen, Markus. So, die Pupille ist schön eng, das ist mir immer wichtig, weil wir noch eine Iridektomie machen müssen. Wie bitte? Genau, das werden wir gar nicht brauchen. Als erstes nehme ich mal was zum Trocknen. Gerne einen anderen Tupfer. So, als ersten Schritt werden wir mal das Auge einfach abtrocknen. Ich habe es gespült, jetzt werden wir es mal trocken machen. Und dann mache ich mir, also wir haben ja 8 mm gestanzt. Wir haben weit zu weit von knapp 11. Ja, man kann auch größer machen, aber bei 11 sind 8 mm okay. Ich hätte gerne eine Markierung 8 mm. So, wir trocknen das ein bisschen ab. Die liebe Evi gibt mir gleich einen Markeur. Gar nicht gern, nur ein bisschen, muss gar nicht zu dick sein, genau. Dann zentriere ich hier auf die Pupille und mache mir eine ganz zarte Markierung einmal in dem Bereich. So. Schaut ein bisschen dezentriert ist, aber ist zur Pupille zentriert, das ist das Entscheidende. Mache jetzt mal eine Paracentese. Dann hätte ich gern die 20 Gauge. Es gibt verschiedene Techniken zum Abpräparieren des Endothels. Also was ich immer auf jeden Fall brauche, ist eine Paracentese. Die mache ich mir hier. Dann mache ich mir einen Zugang, weil ich gerne Infusion habe. Also man kann es unter Luft abpräparieren, man kann es auch einfach so abpräparieren. Ich habe schon auch Leute gesehen, die das mit Viskoelastikum machen. Am schönsten ist es meiner Meinung, ich habe alles ausprobiert, am schönsten ist es mit einer Vorderkammerinfusion. Die lasse ich mir jetzt auch geben. Das kleben wir mal hier fest. Also man kann ja die Infusion, den Zufluss wunderbar über das Pedal regeln, sodass man da immer stabile Verhältnisse hat. So, wir drehen die Infusion jetzt einmal auf. Da gibt es ein paar so Tricks. Wenn man sie nämlich zu spät, wenn man sie vorher nicht ablaufen lässt, dann kommt nämlich Luft ins Auge rein. Das ist immer sehr unangenehm. Das ist okay so. Dann hätte ich gerne die Infusion einmal an. Genau. Jetzt lasse ich ein bisschen Wasser laufen, dass der Luft aus dem Schlauch rausgeht. So, dann drehen wir das rein. Schauen, dass die Öffnung der Infusion so liegt, dass eine Strömung entsteht, die gegen den Kammerwinkel zieht und nicht in die Mitte des Auges, dass das Transplantat beim Reinziehen nicht verschoben wird. Jetzt nehme ich einmal das Vitrektom. Deswegen hat er gerade auch die Paracentese so schräg gemacht. Normalerweise macht man die ja immer gerade. Ne? Genau, ich habe die Paracentese eben, also ich habe dann den Zugang, die Paracentese habe ich so gelegt, den Zugang da so bei 2 Uhr, weil ich dann in der Richtung, da mache ich mir nachher noch einen 3 mm Schnitt und dann ziehe ich mir das Transplantat so da rein. Ne? Wir machen jetzt eine Iridektomie mit einem Vitrektom bei 6 Uhr. Infusion läuft und Frau Mark, geht es Ihnen gut? Sie können auch jederzeit was sagen, wenn Sie möchten. Ne? Ist das alles gut auszuhalten für Sie? Ja, kein Problem. Ne? Bist ein bisschen dezentriert, Markus. Oh ja,
Na, dann nehme ich eine Kolibri. Markus? Genau, ich lasse mir gerade eine Kolibri geben und ziehe mir das Auge zurecht. Schöner so, ne? Viel besser. Ich sauge mir einmal ein bisschen Iris an hier. Haben Sie das Pigment gesehen? Das ist das Zeichen, dass da jetzt eine offene Iridektomie ist. Die muss auch gar nicht groß sein. Ne? Also ich sehe da unten eine kleine Iridektomie bei 6 Uhr. Ich mache noch eine zweite. Ich habe ganz gern 2 Iridektomien. Man kann das auch mit einem Jack-Laser präoperativ machen. Aber die Iridektomien sind einfach viel sicherer mit dem Vitrektom. Man sieht ja jetzt, man kann es glaube ich ganz gut sehen, dass hier eine schöne Iridektomie zu sehen ist und auch in dem Bereich. Ja, diese schwarzen Pünktchen kann man ja gut gucken. Ich sehe das ja auch hier. Die Jagdlaser-Iridotomien, gerade wenn die Hornhäute nicht mehr transparent sind, sind ja auch nicht immer ganz dicht. Wir kennen das ja. Und dann hat man postoperativ schon gehörige Schwierigkeiten, wenn Luft hinter die Regenbogenhaut gelangt, dann kommt es zu einem Winkelblock und das muss nur über wenige Uhrzeiten sein und der Druck, der geht voll nach oben. Also es ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass man wirklich gute, offene Iridektomien hat. Ich nehme jetzt ein Häkchen. Das dünne Häkchen. Und löse jetzt, ich mache jetzt einmal ein bisschen größer. Kopf ein bisschen so vom Mark, wunderbar. Ja, ich zentriere das schon wieder. Sie können richtig ein bisschen tiefer gucken. Sie müssen gar nicht so weit nach oben. Ja, wunderbar. So, jetzt ist immer die entscheidende Frage, wie löst sich das Endothel? Also dieser Haken ist etwas verbogen, aber da macht nichts. Und wir machen jetzt diese Dezimetorexis. Kannst du nochmal zentrieren? Ja, ich nehme einmal die Kopf ein bisschen so. Die Dezimetorexis, ich gehe jetzt entlang meiner Markierung und erzeuge sozusagen eine Sollbruchstelle. Und löse jetzt das Endothel. Kann man das sehen? Kann man schon ganz gut hier in der Mitte sehen, ne? Da so eine richtig schöne Leiste da. Das ist immer sehr unterschiedlich, wie verhält sich das Endothel beim Abtrans, also Ablösen. So, ich nehme einmal die Zange. Das ist ein sehr, an der Spaltlampe hat man sehr weit, also man hat gar keine Guttata jetzt mehr gesehen, sondern mehr eine fibrotische Linie, kann man vielleicht sagen. Und die Lamelle löst sich jetzt auch nicht so, dass man jetzt einzelne Fasern sieht, sondern die Lamelle hängt da jetzt noch oben dran, aber sie ist komplett gelöst. Man sieht hier, sieht man das? Ja. Die Rolle, ne, die ich abgezogen habe. Ja, ist sehr schön zu sehen. Ja. Ich kontrolliere jetzt nochmal, ob noch am Rand da was übrig ist. Man sieht jetzt auch in dem Moment, zumindest hier im OB, am Mikroskop, dass die Hornhaut deutlich transparenter geworden ist im Vergleich zum vorherigen Zustand. Ich schaue jetzt am Rand noch, ob da irgendwelche kleinen so Zipfelchen zurückbleiben. Ist aber nicht. Ich nehme noch einmal Wasser, spüle ein bisschen und gucke, ob da alles frei ist. So, dann nehme ich jetzt einmal bitte die 3-0er-Lanze. Machen wir jetzt da gegenüber von dem Zugang bei 2 Uhr, mache ich mir einen 3 mm Zugang hier. So, jetzt Herr Kameramann, sind Sie so nett und kommen einmal hierher. Also wir wechseln einmal das Bild jetzt vom Mikroskop zum
zur Standkamera. So, dann hätte ich gerne das Transplantat. Jetzt kommt die Urlaubsstimmung mit dem Swimmingpool, ne, Markus? Ganz genau. Ist schon eine Flasche Rotwein ausgelaufen im Pool. So, ich nehme jetzt einmal das Sieb. So, das ist der eine Moment, wo ich jetzt das Transplantat einmal berühre. Ganz am Rand fasse ich es an, aber ich muss es nur einmal ganz zart auf mein Sieb ziehen. So, und jetzt gehe ich hier hin und lasse das Transplantat hier mal aufschwimmen. Kann die Kamera von der anderen Seite vielleicht schauen, wenn du so weiter so da vorgehst mit deinen Händen von der Seite? Kann man das so sehen? Jetzt ja. Jetzt schwimmt's. Oh ja, das kann man sehen, ja. Und jetzt komme ich mit meinem Schuh, mit diesem Instrument hier, und fahre unter das Transplantat und heb das so hoch. Tschack. Jetzt habe ich da drin liegen. Jetzt bitte wieder zum OB-Mikroskop zurückschalten. Ich kann mir den Kinderkescher gerade richtig vorstellen, an dem du das gesehen hast. Die Zange? Ja. Ich fahre jetzt mit der Pinzette einmal durchs Auge durch die beiden Öffnungen, gehe mit meinem Schuh daher, halte mir das da fest und ziehe mir das da jetzt rein. Einmal bitte ausschalten, die Infusion. So. Die Infusion ziehe ich mir jetzt raus. Die Lamelle liegt eigentlich schon, in dem Fall sehr schön verlaufen, liegt schon richtig. Ich nehme einmal ein bisschen Wasser. Man kann das F auch richtig rumsehen, da wenn es jetzt da falsch wäre, dann hätten wir was verkehrt gemacht. Ein Öhrchen ist da noch nicht ausgeklappt in dem Bereich, das ist noch ein bisschen eingeklappt jetzt. Jetzt machen wir mal so, dass wir Luft nehmen und wenn man unter das Transplantat geht, sollte sich das Öhrchen auch ausbreiten. Man muss da jetzt immer aufpassen, dass man wirklich unter das Transplantat geht, ein bisschen Luft mal gibt. So. Liegt schon an, oder? Das liegt schon an. Wir haben auch schon einen tonisierten Bulbus. Also, das lief jetzt ideal, wie es für eine Live-OB auch gehört. Ne? Und haben da jetzt eine Situation, wo das Transplantat eigentlich schon zentriert liegt. So, ein bisschen Wasser. Ich ging beim Abpräparieren des Endothels, bin ich innerhalb meiner Markierung entlang gegangen. Das heißt, dass ich einen halben Millimeter Spiel habe. Also wenn es nicht hundertprozentig zentriert, also wenn der untere Rand des Transplantats nicht überlappend oder nicht genau überlappend liegt zur Markierung, ist es nicht schlimm. Also für einen halben Millimeter fange ich jetzt nicht an, das zu verschieben. Ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Selbst wenn mal ein ganz kleiner Streifen ohne Endothel, passiert da auch nichts, solange das Transplantat gut arbeitet. Ja. Ich kontrolliere jetzt noch einmal, wie der Druck ist. Das Auge ist nice and soft. Ne. Ich mache da so ein bisschen mehr Luft rein noch. So. Wunderbar. Einmal ein bisschen Wasser. So, ja, dann sage ich erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir lassen das jetzt so, mehr mache ich nicht. Ja? Das Auge hat einen Druck von, 22,5 schätze ich mal. Und das passt mir genau, das lasse ich so. Frau Mark wird heute liegen, morgen in der Früh schauen wir das Transplantat an. Und nächste Woche sollte Visus 07 sein. Vielen Dank erstmal und dann komme ich gleich raus und erwarte mir einen Applaus. Na Jörg. Ja, sehr schön, Markus. Wir freuen uns dann gleich, wenn du hier bist. Ein paar Fragen gibt es bestimmt. Also ich habe auch einige noch. In der Zwischenzeit können wir vielleicht einmal... Ja? Das Mikrofon ist immer noch drum. Können wir vielleicht einmal Detlef noch fragen. Detlef, was mich interessieren würde, einmal so aus nicht ärztlicher Laiensicht, wieso fällt das Ding nicht wieder runter? Vielen Dank.
Das ist genauso wie beim LASIK-Flap. Das sind wirklich Adhäsionskräfte, die sich da bilden. Wie heißt der physikalische genaue Ausdruck nochmal? Oh, ich komme nicht drauf. Aber es sind einfach wirklich so Kräfte, die da zwischen diesen Schichten entstehen. Und wenn die sich so flächig anlegen und die Flüssigkeit da weggeht, dann bilden sich da physikalische Kräfte, die auch ausreichend sind, dass es da bleibt. Das ist genauso wie beim LASIK-Flap, wenn wir den 2 Minuten antrocknen lassen, von außen ja auch, da drückt von innen auch nichts mehr, ist ja nichts, was wie da jetzt von innen gegendrückt, das bleibt auch liegen, es sei denn, man fängt wirklich an zu reiben. Das sind die gleichen physikalischen Kräfte im Prinzip. Aber es kommt trotzdem immer auch mal wieder vor, dass sie halt abfallen, das ist das Rebubbling, nicht? Das ist meistens auch kein Problem. Das ist aber dann eher so, dass am Rand des Transplantates irgendwelche Probleme sind und nicht, dass da irgendwelche Kräfte oder so versagen. Das ist dann meistens gleich ein primäres Problem, was von Anfang an bestanden hat, da wird Markus noch mehr zu sagen können, was dann dazu führt, dass es sich da wieder abhebt, als dass jetzt irgendwie Kräfte nachlassen. Es gibt auch Operateure, die machen die Luft ganz schnell wieder raus, um die möglichen Druckprobleme, die auftreten können, überhaupt nicht zu haben. Und die haben auch sehr gute Erfahrungen. Und wie gesagt, es sind einfach wirklich physikalische Dinge, die da... Und häufig ist es auch so, dass wenn am Rand nicht richtig präpariert ist, das Transplantat am Rand da nicht wirklich auf dem Stroma liegt, dass dann eher auch mal wieder, dass sich löst und ein Rebubbling notwendig ist. Oder sogar einen Fall haben wir auch in Erinnerung, wo dann auch nochmal nachtransplantiert werden musste, neues Transplantat, weil es in einem Bereich einfach, weil auch zu spät transplantiert worden ist und das Endothel schon so kaputt war, es ließ sich gar nicht richtig gut abpräparieren, dass dann in solche Zonen dann eher auch zu einem Transplantat Versagen, zu einem Abstoßen, zu einem Runterfallen wieder führen. Nicht? Aber wenn es halt sauber präpariert ist, dann bleibt es da auch liegen. Ich finde das ja irgendwie immer ganz, ganz faszinierend, dass das so ganz ohne Naht und oder was man sich sonst noch so vorstellen könnte, dann ja, und dass es dann auch nicht mehr verrutscht und so. Und der Patient muss jetzt eine Nacht nur in einer bestimmten Art liegen oder länger? Also morgen gehen ja in der Regel nach Hause. Nicht? Und es gibt ja auch mittlerweile Leute, die sowas ambulant operieren. Lief gut und war optimal vom Verlauf her. Das war auch ein wunderschönes Transplantat, man hat auch präoperativ gesehen, das war schon super klar und von der Dicke optimal. Es ist manchmal schwieriger, wenn die Transplantate so 650 Mikrometer dick sind, muss man dann 2 oder 3 Schnitte machen. Das ist sicherlich ein Nachteil gegenüber von der DMEC, wo man es einfach immer abzieht. Die Deutsche Gesellschaft für Gewebetransplantation schickt uns aber wirklich tolle Transplantate und die liegen meistens bei 500, 530, 550. Man kann gut mit dem 500er Kopf, der schneidet super exakt. Ich war da in Aschaffenburg und habe mit den Jungs da das echt lang ausprobiert. Das ist wirklich, wirklich ganz genau. Bitte? Achso, das ist da drin. So, und die wenn man zweimal schneiden muss, geht das auch noch. Bei dreimal schneiden ist es ein Problem. Mache ich nicht gern, dann verwerfe ich gerne das Transplantat. Oder wenn ich beim Messen schon sehe, 657, dann mache ich damit lieber eine perforierende Keratoplastik. Ist einfach besser. Ja. Aber ansonsten, wunderbare Sache und von den Ergebnissen her, ideal. Kann die so ungefähr weiß ich es ja auch, aber du kannst noch mal so, was ist ja auch interessant, die Indikationsstellung vielleicht, als dass über diese neuen Möglichkeiten ja doch mehr möglich ist, als es möglicherweise dann. Also die Hauptindikation ist natürlich die Fuchsche Dystrophie. Früher gab es ja viele bullöse Keratopathien, wie die Farkas noch schlecht waren, aber gibt es heute auch noch immer bullöse Keratopathien. Man hat ja früher eine Hornhaut transplantiert, wahrscheinlich erst beim Visus von 01, 02. Die Grenze ist ja massiv verändert heute. Wenn heute Leute zu mir kommen, ich hatte unnächst mal einen Taxifahrer operiert, der hat noch 0,08 Visus gehabt bei gutem Licht, aber hat nachts nicht fahren können. Die haben ja, wenn die Horn heute so ein bisschen blurry wären, dann haben die ja nachts extreme Blendungsempfindlichkeit und haben einfach keine gute Sehschärfe bei schlechtem Licht und bei Gegenlicht. Und da kann man auch bei noch guten Visusergebnissen noch schon frühzeitig so eine Transplantation machen und die sind einfach top. Die sind eigentlich die zufriedensten Patienten. Die sensiblen Patienten, die Schwierigkeiten haben, nachts Auto zu fahren, kann man sehr frühzeitig operieren, habe ich damit überhaupt kein Problem. Es gibt natürlich andere Patienten, die sind mit 0,4 Visus, das wissen wir eh alle noch zufrieden, da würde ich auch niemanden drängen wollen. Man muss aber sagen, dass die Ergebnisse, je früher wir operieren, je höher die Ausgangssehschärfe ist, desto besser sind die Ergebnisse. Das ist durch die Bank, so muss man einfach sagen. Ja. Wobei man sagen muss, dass ich sehr gern die Linse mitoperiere. Ja, also bei so einer jungen Patientin hatte ich unlängst mal mit 42 eine Patientin gehabt, mit einem so einem schweren Fuchs, aber die Linse war glasklar, da habe ich sie belassen. Ja, aber ich sage mal, in einem Großteil der Patienten nehme ich die Linse mit raus. Weil wenn man später eine Phako macht bei einem Auge nach Hornhauttransplantation, ist halt immer das Risiko da, dass man die Lamelle verletzt. Ne? So, das ist ein Problem. Deswegen in den allermeisten Fällen Linse mit raus.
Markus, vielleicht wegen der Indikationsstellung ist irgendwie, was mir in der letzten Zeit, wenn ich auch die Patienten geschickt habe, aufgefallen ist, man hat teilweise Patienten nach Katarakt-OP und denkt so, wieso werden die nicht besser mit dem Visus? Ich habe jetzt gerade eine Patientin und die hat halt eine Füchse-Dystrophie, aber das Stroma ist super klar, das Epithel sieht gut aus, nicht? Und man sieht halt ein bisschen guter Veränderung, aber wenn Sie sowas sehen und denken, wieso kommen die nicht höher, immer zum Endothel, zur Endothelzellmikroskopie schicken, weil da sehen wir dann teilweise wirklich, dass die riesige Gutter zentral haben, die wir so gar nicht sehen, und die kommen im Visus nicht hoch. Die sehen 0,6 und du denkst, was ist los? Und das sind dann Leute, die dann halt wirklich eine frühe Indikationsstellung brauchen und dann wirklich auch mit einem 0,6er Visus operiert werden. Man kann das wirklich machen. Die werden nicht mehr besser sehen, die werden nur schlechter werden. Du induzierst ja weder einen Zylinder noch sonst irgendwas, die OP dauert ein paar Minuten, das ist ja so ein kurzer, sicherer Eingriff, man hat ja völlig atraumatisch, wenn man das vergleicht mit einer früheren Bärfriedigen Anaplastik. Also das ist ja eine kleine OP, ein kleiner Eingriff mit extrem großer Wirkung. Also kann ich nur raten bei solchen Patienten, auch wenn das Endothel so flächig verändert ist, kann man das rausnehmen, die Patienten sind super zufrieden, sind einfach super zufrieden. Das Atraumatische, das konnte man ja wirklich echt schön sehen. Er hat ja wirklich nur einmal, nicht, um das da reinzuziehen. Genau. Also da hat sich dann mal von alleine gefaltet. Also das Endothel hat er überhaupt nie berührt. Und beim Rausziehen einmal. Wobei ich auch darauf achte, du hast ja auch, wenn du nur 20, 30 Mühe hast, kannst du sie ja, du musst ja nicht so das Transponat angreifen, du kannst es ja auch so anfassen, dass du auch beim Anfassen das Endothel nicht wirklich berührst, wenn du den unteren Zipfel nimmst. Also selbst da, selbst beim Anfassen, beim Reinziehen, wenn man will, braucht man das Endothel nicht zu berühren, wobei der Effekt, wenn man einmal am Rand angreift, ja, das ist völlig uninteressant, also das macht überhaupt nichts. Wenn man daran denkt, wie oft man bei einer Phako eine Endothellamelle beim Reingehen mal ein bisschen aufhebt, dann ist das einmal Anfassen völlig unspektakulär, das macht dem Transplantat gar nichts. Bitte. Manchmal rollt sich's. Ich habe aber in der Stanze mache ich Flüssigkeit drauf. Ja? Und die Flüssigkeit schwimmt auch auf der Lamelle. Das heißt, die Flüssigkeit drückt das runter. Ja? Also würdest du gar nichts drauflegen, würde ich es einrollen. Ja? Aber ich habe mal eine Zeit lang Meduzel drauf gemacht, das ist zu viel, es reicht ein Tropfen Wasser und dann rollt sich's nicht. Und dann kannst du es rüberholen und das reicht, wenn es ein bisschen, ist ja eine leichte Konkavität, haben wir auch, dann schwimmt das Wasserchen da drin, dann legt man es hin, dann rollt sich's nicht ein. Und es sind ja ein paar Stromlamellen dran. Das ist ja auch so. Es sind ja ein paar Stromlamellen dran und die verleihen dem ja auch Stabilität. Das ist ja auch der Vorteil im Auge. Bei einer DMEG-Rolle hast du sofort die Rolle im Auge. Das ist eine tolle Technik, alles klar. Aber so schnell kann man eine DMEG nicht operieren. Nochmal zur Sprechstunde was sagen? Ja, also für alle, die uns gerne Patienten schicken möchten, wir haben ja montags unsere Hornhaut-Sprechstunde, jeden Montag, und man kann einfach Patienten hier anmelden, wir machen da eine Endothelzellmikroskopie, eine Topographie, schauen uns das Auge an und stellen eine Indikation. Kann man ganz unverbindlich machen, und der Patient bekommt dann in dieser Sprechstunde, wenn die Indikation besteht, direkt einen OP-Termin mit. Das heißt, wir haben eine Wartezeit, die Damen, die schauen ein bisschen böse, zumindest war es früher so. Die Wartezeit auf jeden Fall ist nicht 2 Jahre oder so, sondern in der Regel, sagt ihr, 6 bis 8 Wochen. Moment, es schwankt ein bisschen, aber länger ist die Wartezeit nicht in der Pinzette drinnen. Also ich sehe das sehr gern, wenn du einmal entlang gehst, du spürst es ein bisschen auch und merkst da, sag mal, wo bist Markus, du? Darf ich mal kurz unterbrechen? Ja, bitte, hey. Genau, wir sind nämlich soweit und würden ganz gerne... oder willst du mit mir jetzt streiten oder wie? Möchtest du deinen Vortrag noch ein bisschen fortsetzen? Oder? Also wir können nachher noch weiter diskutieren. Ich übergebe jetzt das Wort an die Diskussionsleitung und viel Spaß, Florian, auf jeden Fall. Okay, alles klar. Ja, also ich wollte erst eine kleine Besonderheit zeigen, bevor wir anfangen. Und zwar, was am Anfang hier auch für viel Kopfschütteln im OP gesorgt hat, war, dass man einfach auch erstmal an dem Mikroskop rumdrehen muss. Und das machen wir jetzt mal. Wir müssen hier an das Mikroskop in eine 30 Grad gekippte Position bringen. So, das sieht schon gut aus. Ich schaue einmal. Ja, das ist schon gut 30 Grad. Können wir so machen. Ja.
Florian, kannst du vielleicht kurz so ein bisschen was zu den Patienten sagen, die du dort hast? Ja, also wir haben heute hier Frau Tiede. Frau Tiede hat ein primäres Offenwinkelglaukom und sie ist auch schon pseudophag. Und wir wollen den Augendruck zusätzlich runterbekommen, erstmal minimal invasiv, bevor man jetzt eine größere Form der OP macht. Wir sehen gerade Schwester Evi dort an der Arbeit. An der Stelle ein herzliches Dank ans OP-Team. Die haben heute einen normalen OP-Tag hinter sich. Auch einen recht anstrengenden, glaube ich, was ich so mitbekommen habe. Ja, ganz herzlichen Dank an die ganze Mannschaft da im OP, auch an die Anästhesie, dass wir heute Abend in den Genuss kommen, eben live dabei zu sein mit so schönen Bildern aus dem OP. Die zweite Besonderheit ist, dass unsere Patientin nicht gerade, sondern jetzt schräg vor das OP-Mikroskop kommt. Ich komme so ein bisschen von temporal oben mit der Operation ans Auge ran. Das hat den Sinn, dass die Stents dann letztendlich in eine Nasal-Inferior-Position kommen. Da ist es so, dass die episkleralen Venen, die wir ja erreichen wollen mit dem Stent, die beste Verbindung haben. Das ist anatomisch so untersucht und nachgewiesen worden. Und dadurch haben wir dann auch die beste Chance, dass wir wirklich eine drucksenkende Wirkung mit dem Stent bekommen. Sieht alles sehr schön aufgeräumt aus da bei euch, aber ihr habt so einen lustigen gelben Eimer auf dem Oertli-Gerät. Was ist das? Das ist der Abwurf für scharfkantige Spritzen und so weiter. Aha. Alles, was man so nicht in den Müll schmeißen darf. Dann bitte den ganzen OP-Tisch noch ein bisschen höher. Okay. So ist gut. Ich glaube, es wäre gut, wenn ihr aufs Mikroskop... Ja, prima, super. Ja, das ist sehr schön. Gut. Ich würde gerne vorher auch noch mal einmal das System mit dem Stent zeigen unter dem Mikroskop. Oder sonst vielleicht auch direkt drauf gefilmt. Vielleicht einmal hier auf dieses Stent-System filmen. Das Ganze sieht so ein bisschen aus wie ein Kugelschreiber. Ist das zu sehen? Ja, sehr schön. Und wir haben hier vorne eine Schutzkappe, die ziehen wir erstmal ab. Und hier vorne ist jetzt so eine Nadel und wir können jetzt im Auge hier diese Nadel zurückziehen, um dann die eigentliche Führungsnadel mit dem Stent freizulegen. Und wenn man dann hier auf den Knopf drückt, ist so ähnlich wie beim Kugelschreiber, dann kommt eben keine Kugelschreibermine, sondern der Stent raus. Und du sagtest, der ist 0,3 mm im Durchmesser. Ja, 0,3 mm lang und 0,22 mm im Durchmesser. Genau, also ganz klein. Der Stent ist aus Titan und der Stent ist Heparin beschichtet, damit er kein Blutkoagel bekommt und dich verstopft. Wir fangen jetzt an, wir können jetzt wieder auf das Auge zurückschalten. Ist das zu sehen? Sehr gutes Bild, ja. Also ein ganz normaler Schnitt, so wie bei einer Linsenoperation auch. 1,8 mm reicht völlig. Und als nächstes geben wir Acetylcholin, damit erstmal die Pupille eng wird. Eigentlich soll das auf Station auch schon eng getropft sein, damit wir das Medikament nicht im OP geben müssen. Muss ich nochmal nachhaken. Das liegt so. Sicher an der Uhrzeit. Kann schon sein. Dann hätte ich gern Viscoelasticum. Jetzt stelle ich einmal die Vorderkammer, damit das Ganze dann stabil ist. Ich fange hier auf der Hinterseite an, irgendwelche Luftblasen, alles was da nicht reingehört, kann ich dann auf die Art hier vorne rausrutschen lassen. Und dann gebe ich zusätzlich noch Viscoelasticum hier auf die Hornhaut. Dann das Gonioskop. Das können wir vielleicht auch nochmal mit der Kamera zeigen. Hier, was ich jetzt hier in der Hand habe.
Das ist so ein Stielgonioskop. 30 Grad habe ich ja jetzt durch das Mikroskop schon an Neigung bekommen und weitere 30 Grad kriege ich durch die prismatische Wirkung von diesem Stielgonioskop. Und damit habe ich dann insgesamt einen 60 Grad schrägen Einblick, damit ich in den Kammerwinkel gucken kann. Und der Vorteil bei dem prismatischen Stielgonioskop ist, dass ich eben nicht so wie bei einem klassischen Gonioskop, was man so zur Untersuchung verwendet, ein spiegelverkehrtes Bild habe und damit dann auch meine Bewegungen 1:1 so übertragen bekomme, wie ich sie brauche und eben nicht im Kopf umdenken muss. Vielleicht können wir jetzt einmal nochmal auf das Auge filmen mit der Kamera. Also nicht durchs Mikroskop, sondern so. Dann würde ich Sie bitten, Frau Thiede, drehen Sie mal bitte den Kopf nach rechts. So, noch ein Stückchen. So ist es prima. Genau, jetzt haben wir 30 Grad durch die Kopfdrehung. Noch mal bitte ein bisschen Viskoelastikum. Schiebe mir noch mal ein bisschen mein Pedal zurecht hier. Dadurch, dass das Mikroskop so schräg ist, ist es immer so, dass man einen relativ langen Weg von der Armlehne bis zum Kopf hat. Da muss in Zukunft noch was erfunden werden, damit das leichter geht. So, jetzt setze ich einmal das Gonioskop auf. Jetzt können wir wieder aufs OP-Mikroskop umschalten. Und jetzt kann man eigentlich ganz schön in den Kammerwinkel reingucken. Ich zoome mal noch ein bisschen ran. Das ist wirklich sehr gut zu sehen, Florian. Jetzt wird es ein bisschen unscharf, aber ja, klasse. So, das ist das, wo ich hin möchte. Wir haben einen relativ wenig pigmentierten Kammerwinkel, wo die verschiedenen Strukturen nicht ganz so leicht auf Anhieb zu sehen sind. Man sieht auch so ein paar physiologische Irisgefäße. Und jetzt hat das hier unten so eine kleine Aussparung, mein Gonioskop, damit ich hier oben meine Parazenthese zugänglich habe. Und da kann ich jetzt hier mit meinem Applikator durchgehen. So. Und jetzt kann man das im Auge sehen. Jetzt ziehe ich hier vorne diesen Schutz zurück. Und jetzt kann ich hier in diesem V-förmigen Schlitz meine beiden vorgeladenen Stents sehen und eine Führungsnadel. Und im Kammerwinkel muss ich mir jetzt den Skleralsporn darstellen. Das ist hier dieses weiße Band. Und oberhalb des Skleralsporns habe ich so ein kleines rotes Band hier noch. Das ist mein Trabekelwerk, was ich gerne mit dem Stent erreichen möchte. Zack, jetzt ist der erste Stent drin. Wir haben einen schönen Reflux. Das heißt, wir haben eine gute Verbindung zu den episkleralen Venen erreicht. Wenn immer zwei implantiert? Ja, immer zwei. So, der zweite sitzt auch schön. Und das ist im Prinzip schon die ganze Geschichte gewesen, mehr oder weniger. Dann können Sie den Kopf wieder gerade drehen, Frau Thiede. Und jetzt saugen wir noch ein bisschen das Viskoelastikum wieder ab, damit wir dadurch keine Druckentgleisung bekommen. Müssen wir auch noch mal was machen, dass wir mit den Wimpern hier nicht so ins Gehege kommen. Also der Reflux ist für dich das Signal, du bist richtig. Der Reflux ist ein gutes Zeichen, ne? Und warum zwei? Das ist einfach in Studien gezeigt worden. Wenn man nur einen macht, dass einfach statistisch das Risiko größer ist, dass man dann eben doch mal eine minimal falsche Positionierung hat.
Und wenn man zwei implantiert, dann funktioniert das einfach besser. Hattest du schon noch zu starke Drucksenkungen erlebt, nachdem du zwei implantiert hast? Nein. Da ist jetzt Luft im Schlauch gewesen. Insbesondere vor den Schlauchöffnungen möchte ich natürlich das Viskoelastikum weghaben. Und jetzt am Ende ist es nochmal ganz wichtig, das können wir vielleicht auch nochmal über die, nicht über das OP-Mikroskop, sondern so über die Kamera zeigen, dass man hier diesen Schnitt gut tonisiert, damit er wasserdicht ist. Man erkennt es daran, dass er dicht ist, wenn die Vorderkammer tief wird. Je niedriger mein Druck ist, desto höher ist das Risiko, dass ich einen Reflux über den Stent ins Auge bekomme und damit eine Vorderkammerblutung. Spüle ich jetzt hier nochmal so ein bisschen raus. Und wenn ich den Schnitt gut abgedichtet habe, dann ist es so, dass der Druck von innen vom Auge eher das Kammerwasser über den Stent in die episkleralen Venen drückt und ich damit die Chance habe, dass das Ganze dann auch offen bleibt. Eine kleine Vorderkammerblutung am ersten postoperativen Tag ist aber nicht selten und das ist überhaupt nichts Schlimmes. So, ich habe immer noch einen guten Reflux. Das war's. Jetzt tun wir noch einen Verband drauf und dann sind wir fertig, ne? Ja, super. Vielen Dank, Florian. Es kam sehr gut hier drüben an. Man konnte das wunderbar sehen und denke, das war Volltreffer. Ja, vielen Dank fürs Interesse. Ich komme gleich rüber, ne? Sehr schön. Ja, vielen Dank, Florian. Das war wirklich, war echt super zu sehen und man konnte auch sehen, wo das Ding gelandet ist und so. Ja, wie gesagt, das hat gepasst. Wir sprechen gerade ein bisschen mit den Kollegen, die schon mal bei dir Patienten hatten, weil wir so ein bisschen jetzt gerade an der Stelle sind, was bringt das denn? Vielleicht magst du da auch noch was zu sagen. Ja, also ich habe jetzt gerade für die letzten Kongresse mal eine aktuelle Auswertung gemacht von den Patienten, die wir gemacht haben. Wir haben jetzt in den letzten 2 Jahren irgendwas zwischen 250 und 300 Mal die OP gemacht. Und ich habe einfach mal, um das jetzt auch nicht verfälscht zu haben, Daten genommen von Patienten, die jetzt nur ein primäres Offenwinkelglaukom hatten. Es gibt ja immer alle möglichen Studien in der Literatur, da geht das dann bunt durcheinander, Pigmentdispersionsglaukom, PEX-Glaukom, alles Mögliche wird damit reingemischt. Und wir haben auch nur die Patienten genommen, wo wir teilweise auch mit ihrer Mithilfe, mit der Mithilfe von denen, die uns die Patienten zugewiesen haben, dass wir dann wirklich mal die Daten nach ausgewertet haben, komplett über 6 Monate, nur von den Patienten, wo wir das dann auch wirklich alles komplett hatten. Und da haben wir dann mal 83 Augen gehabt, wo wir ein komplettes Follow-up nur beim primären Offenwinkelglaukom hatten. Und ich habe das jetzt auch auf der Norddeutschen und in Nürnberg vorgestellt. Da war es so, dass wir bei der kombinierten Operation, das waren ungefähr 50 Augen, eine Drucksenkung von 25% hatten. Dass wir im Standalone-Verfahren relativ schlecht waren, wenn wir jetzt schon pseudophake Augen hatten. Das lag daran, dass ich da die Augen noch nicht so optimal ausgewählt hatte. Das waren welche, die im Durchschnitt einen Druck um die 17 hatten und man kann natürlich immer nicht unter den episkleralen Venendruck kommen mit dem Stand, also dass ich da dann nur 7-8% Drucksenkung hatte. Und das waren aber auch nur 8 Augen. Und wir haben das Ganze dann auch bei Phaken-Patienten gemacht. Also es geht ja auch bei jungen Patienten, wenn man die Akkommodation erhalten möchte, dass man dann auch am Phakenauge das Ganze macht, wenn eine ausreichend tiefe Vorderkammer vorhanden ist. Und da haben wir auch eine 20-prozentige Drucksenkung gesehen im Standalone-Verfahren. Das ist dann auch ein Tropfen nehmen oder nicht nehmen. Und für viele Patienten eine tolle Sache. Wie gesagt, immer im Durchschnitt. Und was vielleicht die interessanteste Gruppe war, wir hatten auch noch ein paar Patienten, die schon mehrfach voroperiert waren. Also bei denen schon mal eine Vitrektomie gemacht worden ist mit langfristig Netzhautchirurgie, mit großflächigen Narben im Bereich der Bindehaut,
Patienten, die auch eine Goniotrepanation schon hatten und wo alles wieder vernarrt ist und letztendlich erfolglos war und wo wir dann bei anatomisch sichtbar ausreichend ausdifferenzierten Kammerwinkel dann nochmal die Stents probiert haben. Und bei diesen Patienten haben wir tatsächlich auch eine 25-prozentige Drucksenkung bekommen. Und es ist natürlich immer abhängig vom Ausgangsdruck. Also die idealen Patienten sollten schon einen Ausgangsdruck über 20 haben. Es ist ja manchmal so, dass es dann heißt, es bringt eigentlich nicht so viel, deswegen nehmen wir lieber Patienten, die gar nicht so einen hohen Druck haben. Meine Erfahrung ist eher, dass diejenigen, die wirklich auch ein deutliches Druckgefälle zwischen dem Augeninneren und dem episkleralen Venen haben, dass die am besten eigentlich von den Stents profitieren. Und das sind so die Durchschnittswerte über alle Patienten zusammengesehen, also nur deutlich über 20%, was eben so 1 bis 2 Tropfensorten im Durchschnitt entspricht. Ich habe einzelne Patienten, wo wir tatsächlich eine Mehrfach-Wirkstoffkombination komplett weglassen konnten hinterher, wo die Patienten dann tropfenfrei geworden sind, kann man natürlich vorher nicht sicher versprechen. So. Und es gibt natürlich immer wieder auch Patienten, die totale Therapieversager sind, das darf man auch nicht verschweigen. Dann ist es natürlich so, dass wir das normale Instrumentarium weiter zur Verfügung haben. Dadurch, dass das so minimal invasiv ist, verbauen wir uns ja die anderen möglichen Eingriffe, die es sonst noch so gibt zur Drucksenkung, Goniotrepanation, Zyklophotokorrelation, alles verbauen wir uns ja nicht, sondern das können wir ja dann trotzdem noch machen. Und deswegen finde ich auch ideal bei Patienten, ich habe es mit einem Ohr mitgehört, dass ihr das nebenbei schon angesprochen habt, sind Patienten, die sowieso mit Glaukom eine Kataraktoperation brauchen. Dann ist es in jedem Fall sinnvoll, die Stents mit zu implantieren. Und es ist eben auch so, wenn man eine Goniotrepanation irgendwann machen möchte, dass man ja wesentlich bessere Ausgangsvoraussetzungen hat, wenn das Auge schon pseudophag ist. Wenn man bei einem Phakenauge irgendwann eine Goniotrepanation macht, riskiert man ja letztendlich eine Linsentrübung bei jedem zweiten innerhalb von 5 Jahren. Und wenn man dann im Nachhinein noch an die Linse ran muss, ist es so, dass die Goniotrepanation wieder vernarbt. Das heißt, wir können 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir können die Augen dafür vorbereiten für eine mögliche Goniotrepanation. Und wenn wir die Stents mit implantieren, hoffen wir, dass wir so erfolgreich sind, dass wir die dann gar nicht mehr brauchen. So, das ist so die Strategie. Und das ist auch das, was ich irgendwie dann versuche, den Patienten zu erklären. Ja, das erstmal so in aller Kürze. Aber ich denke, es sind bestimmt eine Menge Fragen. Ja, Monika. Ich wollte... Muss man drauf drücken? Nee. Nur kurz fragen, wie der episklerale Venendruck ist. Das ist ja individuell auch unterschiedlich. Irgendwas zwischen 10 und 15. Okay. Also ich habe irgendwann mal so ein paar Patienten gehabt, die mit einem höheren Body-Mass-Index kamen. Und da hatte ich den Eindruck, dass es bei den etwas korpulenteren mit dem Stent nicht so gut funktioniert hat. Kann aber auch Zufall sein. Also vielleicht eher die Patienten, die sowieso ein bisschen niedrigeren Blutdruck haben, etwas schlankere Patienten mit einem hohen Augendruck. Könnte sein, dass die besser profitieren, aber das kann ich aus meinen Daten jetzt noch nicht beweisen. Zum Beispiel, ja. Nein, also Blutverdünner müssen nicht zwangsläufig abgesetzt werden. Also wenn jetzt jemand eine Doppelantikoagulation mit Marcumar und Clopidogrel hat, irgendwie so, dann versuche ich das schon, dass dann zumindest 1 abgesetzt wird. Aber ASS oder auch Marcumar ist keine Kontraindikation. Und das sehe nicht nur ich so, sondern es wird auch in der Literatur allgemein so gehandhabt. Du sprachst immer vom Offenwinkelglaukom, hast du auch... Ja, wir haben beim Engwinkelglaukom haut es nicht hin, weil wir einfach nicht rankommen. Dann kann man es so machen. Ich habe ein paar Patienten mit so einem Mischbild, also wo so mittelweite Vorderkammer ist, wo ich es dann so gehandhabt habe, dass ich die Patienten erstmal Katarakt operiert habe und dann intraoperativ nochmal gonioskopiert habe. Und wenn ich dann sehe, dass es ausreichend weit ist, ist das dann auch mit reingekommen, Patienten entsprechend vorher so mit aufgeklärt. Das kann man so machen, genau. Das Thema Langzeitergebnisse stellt sich ja nicht, aber deine längsten Ergebnisse, die du hast... Die sind über 2 Jahre, ja. Ja, also, und stabil, und da oder? Sieht man auch bei denjenigen, wo es am Anfang eine gute Drucksenkung macht, ist auch nach 2 Jahren noch ein Effekt da. Wir wissen natürlich nicht genau, was passiert. Es kann sein, dass irgendwann doch da Gewebe drüber wächst. Es gibt einige Kollegen, die das dann mit dem Jacklaser schon wieder abgetragen haben, wenn da irgendwie eine kleine Membran drüber ist. Kann man theoretisch auch machen. Habe ich jetzt selbst noch nicht die Notwendigkeit für gehabt. Genau, Monika, hast du noch mehr Fragen? Genau. Also ob beim PEX das dann verstopfen kann. Also ich glaube, dass eigentlich das PEX-Glaukom auch eine ganz gute Indikation ist, weil wir da ja aufgrund der PEX-Ablagerung einen sehr, sehr großen Widerstand im Trabekelmaschenwerk erwarten.
Und das sind ja, ganz feine Fibrillen auf Molekularniveau und der Innendurchmesser ist groß genug, um die durchzulassen. Ob das jetzt beim PEX-Glaukom oder beim Pigmentdispersionsglaukom mehr oder weniger effektiv ist als jetzt beim primären Offenwinkelglaukom, das möchte ich auch noch erforschen. Ich habe auch eine Handvoll Patienten schon mit den anderen Glaukomformen jeweils operiert. Und wir arbeiten im Moment auch multizentrisch zusammen und haben mit zwei anderen Zentren eine Studie aufgelegt und da werden wir dann auch diese selteneren Krankheitsbilder auswerten und da muss man dann gematcht mit gleichem Ausgangsdruck Patienten auswählen und dann eben schauen, ob man dann eine ähnliche Effektivität bekommt oder nicht. Ist im Moment wilde Spekulation, ob das besser oder schlechter ist und die Theorie hilft uns da eigentlich nicht weiter. Wir müssen da klinische Daten für auswerten. Muss man die Stents wieder entfernen, wenn sie nichts bringen? Muss man nicht entfernen. Also wenn sie nichts bringen, kann man sie belassen. Ich habe auch einen Patienten neulich operiert, wo die Stents nicht effektiv waren und da haben wir dann mal einen suprachoroidalen Stent implantiert. Das ist jetzt auch etwas, was wir neu einführen hier im Haus. Wo es so ist, dass man eben in dem Bereich, in den suprachoroidalen Raum zwischen Sklera und Choroidia den Stent implantiert und damit im Prinzip so eine kleine lokale Aderhaut, Ziliarkörperabhebung induziert. Und da war es so, dass wir dann bei einem Therapieversager tatsächlich einen guten Druck dennoch bekommen haben. So, und die Stents kann man aber drin lassen, die stören nicht. Die haben ja vorne so einen kleinen Widerhaken und es besteht auch kein Risiko, dass sie rausfallen. Die Patienten spüren sie nicht, man sieht sie nicht von außen und es ist, glaube ich, eher traumatisch, wenn man jetzt mit einer feinen Pinzette am Stent rummanipuliert, um den rauszuziehen. So dass ich das jetzt nicht extra empfehlen würde. Wenn jetzt ein Patient sagt, er hat ein psychisches Problem damit und möchte kein Metall im Körper haben, kostet es natürlich auch ein Lächeln, mit einer kleinen Pinzette einmal kurz an dem Stent zu zupfen und den unter Viskoelastikumschutz dann wieder rauszuziehen. Da hat man natürlich noch keine langjährigen Erfahrungen. Nein, genau. Wann ist, ja wunderbar, ganz kurze Frage nach Florian, zwei kurze Fragen. Wann hast du den ersten implantiert und wann wurde der erste in Deutschland implantiert? Und die zweite Frage, kannst du vielleicht noch kurz für die Kollegen was zu deiner Sprechstunde sagen, wenn jemand einen Patienten vorstellen möchte, wie das funktionieren kann? Also ich habe hier im März 2015 damit angefangen, also jetzt etwas mehr als 2 Jahre. Und das ist nicht sehr lang vorher, dass diese Stent-Generation dann auch in Deutschland gemacht worden ist. Es ist ja der iStent Inject, das heißt, das ist dieser vorgeladene Doppelshooter, den wir jetzt verwendet haben, das ist das, was wir hier machen. Etwas länger gibt es ja schon den Stent, der vorne so abgewinkelt ist, der iStent der ersten Generation, den man aber um die Ecke praktisch in den Kammerwinkel reinschieben muss, was einfach von der Handhabung sehr viel schwieriger ist. Und das hat ja insbesondere Professor Jünemann lange Zeit in Erlangen schon gemacht und mit ihm bin ich auch regelmäßig in Kontakt. Und das ist jetzt ganz interessant, diesen iStent Inject haben wir hier in Deutschland als erste zur Verfügung, weil die USA mit ihrer FDA-Zulassung noch nicht so weit sind. Das soll wohl nächstes Jahr kommen. Und insofern sind wir da auch international mit die Ersten hier in Deutschland und haben da halt einfach auch viel und früh eine Menge Erfahrung mit den Stents. Zu der Sprechstunde, ich habe immer dienstags eine Glaukom-Sprechstunde, dienstags vormittags, wer Patienten hat mit einer entsprechenden Fragestellung. Ich nehme mir dann auch eine halbe Stunde Zeit, erkläre den Patienten, was Sinn macht und was nicht. Und wir können auch Tagesprofile durchführen bei Patienten, wo es noch vollkommen unklar ist, ob überhaupt eine Indikation sinnvoll ist, wo wir dann die Patienten am Sonntag Vormittag aufnehmen. Dann, wenn es hier im Haus ruhig ist und nicht die Massen hier sind, sie in aller Ruhe betreuen und durchuntersuchen. Und wo wir dann am Montag früh praktisch auch nochmal eine Sprechstunde haben, wo ich dann mit den Patienten auch alles in Ruhe durchspreche und Indikationen bespreche, schaue, ob man was tun sollte, wenn ja, was und was nicht. Genau. Prima. Ich glaube, wir haben bestimmt noch mehr Fragen, aber das können wir im Anschluss dann an die letzte OP noch machen. Ich frage mal im OP nach. Hallo OP, hallo Detlef. Wir warten schon auf euch. Na, schön. Ja, dann wollen wir jetzt loslegen. Ihr dürft gerne loslegen. Wir haben im Moment noch ein Testbild hier, aber jetzt seid ihr es. Ja, wir sehen uns auch selber hier auf dem Monitor. Das ist ganz schick. Ja, also Monitor hast du ja genug an deinem Gerät da. Ja, aber wir haben heute haben wir noch mehr Monitore hier und wir freuen uns jetzt hier starten zu dürfen. Für mich schließt sich so ein bisschen Kreis. Ich habe ja die erste Femtolaser-Kataraktchirurgie hier in diesem OP genau vor 5 Jahren gemacht.
auch als Live-Surgery. Und deswegen, wie gesagt, für mich schließt sich ja so ein bisschen der Kreis und ich freue mich jetzt starten zu dürfen. Ich habe eine ganz, ganz liebe, hervorragende Kandidatin hier. Wir machen jetzt das sogenannte Docking-Manöver. Wir saugen jetzt das sogenannte Patient Interface Device am Auge an. Sie bleiben bitte schön liegen, wie wir es besprochen haben. Wenn Sie wollen, können Sie jetzt auch die Augen schließen. Bitte mehr Wasser. Hier ist es immer wichtig, dass man schön zentriert. Sie sehen jetzt hier vielleicht noch auf dem Monitor, dass wir da Luftblasen hatten. Es ist immer anzustreben, so wenig wie möglich Luftblasen im Wasserbad zu haben. Wir gehen jetzt runter mit dem Gerät. Wir sehen vielleicht hier diese gelbe Linie, die jetzt gerade auf grün umgesprungen ist. Docking complete. Wir schließen jetzt das Patient Interface Device und starten jetzt das Scan-Programm. Ich hoffe, Sie können das sehen. Ich muss hier mal so ein bisschen vorbeiluschern. Ja, Sie können das schön sehen. Ja, man kann das sehr schön sehen. Man sieht ein schön zentriertes Auge. Man sieht auch, dass das Auge extrem ruhig ist. Das können Sie auch an dem Fadenkreuz in der Mitte sehen. Wir machen jetzt hier die verschiedenen Scans. Und man sieht halt, der obere gerade Strich, das ist das Patient, das ist also diese Platte, die auf dem Auge liegt, beziehungsweise dazwischen ist ja Flüssigkeit. Man sieht dann immer Hornhaut Vorder- und Rückfläche, sowie Linsen Vorder- und Rückfläche, die hier erkannt werden. Und wir haben hier eine schöne weite Pupille. Man sieht auch hier in diesem Scan zentral, man sieht schön den Linsenkern, der sich abgrenzt. Und wir haben ja bei uns eine sogenannte Custom Fragmentation. Der Laser erkennt, welche Kernhärte wir haben und gibt dann entsprechend der Kernhärte. Wir gehen jetzt auf die 3D-Rekonstruktion. Die kann man jetzt auch sehen. Das ist das, was wir machen werden bei der Patientin. Wir machen Kapsulotomie und Kernfragmentierung. Es geht jetzt weiter. Wir haben eine schön weite Pupille. Hier kennt man jetzt nochmal das Schnittmuster. Und die Pattern sind geloadet. Wir gehen auf Run. Und starten jetzt, wir wollen keine Zeit verschwenden, gleich mit der Kapsulotomie. Ich halte mal kurz an, man sieht jetzt hier wunderbar schön zentriert die Bubbles, ein gleichmäßiges Muster, die Kapsulotomie ist erzeugt. Wir fahren jetzt fort mit dem Lasern. Der Laser beginnt hinten in der Linse, damit die Laserung überhaupt weiter möglich ist. Denn es stehen ja durch das Lasern Gasblasen, deswegen muss man hinten beginnen und dann in den Bereich, wo noch keine Gasblasen sind, fortfahren. Und die Fragmentierung ist fast abgeschlossen. Wir haben jetzt hier noch 7 Sekunden. Wir haben eine Andockzeit im Moment von etwas über 2 Minuten. Und damit ist die Prozedur auch schon fertig. Wir werden jetzt demnächst ein neues Software-Upgrade bekommen. Geht es Ihnen gut? War das alles gut zu überstanden? Kein Thema, ne? Wunderbar. Wir gehen jetzt mit dem Patienten und das OP-Mikroskop gleich weiter. Geht auf kurze Zwischenfrage. Ich war ja damals vor 5 Jahren auch dabei. Kann es sein, dass das damals ungefähr 10-mal so lange gedauert hat? Gefühlt für mich 100-mal so lange. Das war ja wirklich die erste OP. Ja, es hat lange gedauert. Wir haben da ja auch eigene Untersuchungen. Wir hatten am Anfang Zeiten von etwa 4,5 Minuten am Beginn der Lernkurve. Das ging dann schnell runter. Und wie gesagt, im Moment ist es so für Querenfragmentierung und für die Kapsulotomie sind wir bei 2 Minuten. Wenn wir noch astigmatische Inzisionen machen, sind wir etwa bei 3 Minuten. Es wird jetzt ein neues Update kommen, wo wir weniger perfekte Schnitte brauchen, also Scans. Und da wird wohl die Zeit nochmal etwa um 1/2 Minute verringert werden, dass wir so also bei etwa 1,5 Minuten liegen werden. Ich ziehe mich eben kurz an. Es wird nochmal überdesinfiziert. Die Patientin wird gleich abgedeckt und dann geht es sofort weiter. Wir wollen nicht viel Zeit verlieren, weil einfach, können Sie mich einmal zumachen, weil einfach es wichtig ist, wir wissen, es können durch die Femto-Prozedur gewisse Entzündungsparameter ins Auge ausgeschwemmt werden und es könnte dann rein theoretisch eine Miosis entstehen und das ist immer sehr unschön. Wir benutzen ja schon seit vielen Jahren das sogenannte Mydriasert. Das ist ein Pellet, was in den Fornix eingelegt wird und dadurch dann eine maximale Mydriasis erreicht wird. Und wir haben dadurch wirklich extrem selten nochmal eine intraoperative Miosis, insbesondere wenn der Workflow passt. Das bedeutet also, wenn zwischen dem Femto-Lasern und dem Beginn der OP wenig Zeit vergeht. Wir machen jetzt eine Standard Operation im weiteren Verlauf im Prinzip. Wir machen eine 2,2 mm limbale Inzision. Ich darf mich jetzt mal hinsetzen.
Und wir stehen mit dem Farco-Gerät auf unserem Femto-Programm. Das habe ich damals zusammen mit dem Thomas Bosser von Oertli verfeinert, entwickelt, wo wir gemerkt haben, dass wir halt maximale Aspiration haben wollen mit minimaler Farco-Leistung. Und damit wollen wir jetzt starten. Ich brauche einmal was zum Tupfen, das ist ein bisschen beschlagen hier. So. Ich hoffe, Sie können alles sehen. Ja, die Übertragung ist wirklich gut. Wunderbar. Ich muss einmal kurz hier drüber gehen. Ja, wir haben deutlich mehr Personen im OP. Also man merkt das wirklich, die Air Conditioning hat hier bei den vielen Personen im Saal etwas Probleme. So, Sie sehen jetzt, hoffe ich, schön zentriertes Bild. Wir spülen einmal. Frau Körperschein, geht es Ihnen gut? Dürfen wir starten? Sehr schön. Einige wundern sich vielleicht, dass wir Markierungen gemacht haben. Das ist daher, weil wir die Patientin auch intensiv nachuntersuchen wollen und im Rahmen einer Anwendungsbeobachtung und dort auch die Rotationsstabilität der Linse mit nachuntersucht wird. Wir sehen jetzt also schön hier große Luftblasen, die entstanden sind. Wir sehen die Kapsulotomie und wir sehen ein schönes Fragmentierungsmuster hier. Und ich fange jetzt mit der limbalen Inzision an. Wir machen keine Zugänge mit dem Laser, das macht kaum jemand, weil da sich gezeigt hat in der Praxis, dass der Laser gegenüber unseren Messern keinen Vorteil bietet. Ich gebe jetzt Viskoelastikum ein und Sie sehen hier in diesen Bereichen ist die Kapsulotomie schon total frei. Wir gehen jetzt rein, drücken im Zentrum auf die Kapsulotomie. Man sieht schön, wie sich frei, schon völlig frei verhält. Hier sehen wir die Kapsel. Wir nehmen sie raus und normalerweise machen wir das nicht. Man kann die dann hier schön ausbreiten. Und ich denke, Sie können das sehen, es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Kapsulotomie. Und ja, das ist eigentlich in über 99% der Fälle so, dass wir wirklich so eine Free-Floating-Kapsel haben. Kann Markus die nochmal als NDT nehmen? Na, schön wär's, ne? So. Wir machen jetzt eine vorsichtige Hydrodissektion. Sie sehen, die Luft muss entweichen. Und was Sie vielleicht auch erkennen können, ist, dass der Kern eigentlich schon sehr, sehr frei mobil ist. Und wir starten jetzt mit dem Absaugen. Ich sauge jetzt hier erstmal so ein bisschen den Epinukleus ab. Sie sehen jetzt schön das Fragmentierungsmuster und anders als bei der normalen Farco-Einstellung, was Sie jetzt sehen, ist reine Aspiration. Mein Fußtritt ist so eingestellt, dass ich, wenn ich den Fußtritt runtertrete, wirklich nur aspiriere und nur wenn ich einen seitlichen Ausschlag mache, dann habe ich eine zusätzliche Farco-Leistung. Ich nehme mal die Luftblase hier weg. Sie sehen, das lässt sich hier alles wunderbar zerteilen und ansaugen. Ich muss gar nicht viel manipulieren. Ich bewege die Farco-Spitze auch nicht ausgedehnt. Und das zeichnet ja immer eine schonende OP aus. Ich sauge mir das wirklich nur an. Sie sehen, mein Farco-Tipp bleibt eigentlich im Zentrum. Ich muss wirklich ganz wenig machen. Und nutze im Moment wirklich praktisch... Kannst du ein bisschen zentrieren, Dieter? Jo. Nutze praktisch nur den Sog. Wenn man merkt, dass an der Farco-Spitze die Kernfragmente nicht schnell verschwinden, dann mache ich einen kleinen Ausschlag. Das tut hier aber nicht Not, weil durch die Fragmentierung, durch die Luftblasenentwicklung, durch die Gasblasen, das alles so aufgeweicht ist, liquifiziert ist, dass wir hier wirklich praktisch, ja, wir hatten jetzt null Schallzeit,
also eine reine Aspiration der Linse durchgeführt haben. Ich gebe immer ganz gerne, weil ich das sonst sowieso verwerfe, vor der Aspiration nochmal ein bisschen Methocel ins Auge, weil es sicherlich für den Endothelschutz gut ist. Und Sie sehen jetzt schön auch, wie schön sich die Hinterkapsel vertieft hat. Ich kann jetzt hier ganz sicher in Ruhe die Aspiration der Rinde durchführen. Und man sieht schon, so langsam taucht diese wunderbar schöne Kapsulotomie auf. Und ich muss sagen, auch auf dem Kongress zum Beispiel jetzt, auf den norddeutschen Augenärzten, wurde wieder viel diskutiert, ob das nun notwendig ist oder nicht. Aber jeder von uns und jeder Operateur, der ehrlich ist, muss zugeben, dass er nicht so eine Kapsulotomie bei jedem Patienten manuell erzeugen kann. Und das ist für mich auch ein Grund, wo ich sagen kann, ich kann dieses Verfahren wirklich jedem Patienten empfehlen. Ich würde meine Angehörigen immer mit dem Laser operieren, weil es für mich einfach wirklich das präziseste Verfahren ist. Wir polieren ein wenig die Hinterkapsel. Und Evi, ist die Linse eingelegt? Nee. Können Sie auch, wie Sie wollen. Sie sehen jetzt wirklich eine schöne Hinterkapsel. Und die Linse, die jetzt implantiert wird, ist eine sogenannte Femtolinse, und dort gibt es jetzt verschiedene Modelle, insbesondere jetzt ein Modell, was eine Segmentlinse ist mit einem Nahtzusatz von 1,5 Dioptrien, also eine multifokale Linse, hat auch den Namen sozusagen Komfortlinse. Sie soll einen deutlich verbesserten Brillenunabhängigkeitsbereich im Intermediärbereich ermöglichen. Wir haben gerade auf der Norddeutschen auch unsere Ergebnisse mal vorgestellt bezüglich der Patientenzufriedenheit, was Blendung, Haarlos und so weiter angeht bei dieser Linse. Das zeigt sehr, sehr gute Ergebnisse, sehr, sehr wenig Blendung und Haarlos. Ich darf die Linse jetzt injizieren. Ich hoffe, Sie können es sehen. Ich mache das jetzt ganz langsam. Das ist im Prinzip eine Linse, die wie eine Plattenhaptik ist. Ich habe die Linse jetzt in der Kapsel drin. Jetzt muss ich erst einmal Viskoelastikum absaugen, was sich im Kapselsack hinter der Linse befindet. Das Besondere an dieser Linse, das werden Sie jetzt gleich sehen, für die, die es noch nicht kennen, ist, dass die Linse zusätzlich in der Kapsulotomie eingeklemmt wird. Und hier nutzen wir eben die Präzision des Lasers. Wir wissen, die Kapsulotomie ist 5 mm. Und Sie sehen jetzt gleich zusätzliche Haptiken, die wir vor der Kapsulotomie zum Liegen kommen lassen. Hier sehen Sie das. Das ist die erste in der 6-Uhr-Position. Jetzt kommt die zweite bei 12 Uhr, die ich mir nach vorne hole. Die liegt jetzt auch auf dem Kapselblatt. Man sieht jetzt, ich vergrößere das mal so ein bisschen. Kann man schon wunderbar sehen. Man sieht jetzt, diese großen sind jetzt davor. Und man sieht jetzt hier, ich hoffe, Sie können sehen, das Kapselblatt. Hier ist es noch nicht anklaviert und hier auch nicht. Und normalerweise mache ich das nicht in so einer großen Vergrößerung, aber vielleicht für heute Abend mal, ist ganz schön. Jetzt haben wir diese kleine zusätzliche Haptik enklaviert und jetzt geht es im Prinzip hier an die letzte heran. Und so, im Prinzip ist die OP fertig jetzt. Sie sehen jetzt, das ist eben das Schöne, wir haben wirklich keine Überlappung des großen optischen Teils dieser Linse. Und ich gucke mal, ob ich es auch noch hinkriege. Vielleicht beim Aspirieren sieht man es, beim Absaugen des Viskos sieht man es ganz schön. Bei dieser Segmentlinse ist es anders, als wie Sie es von den klassischen bifokalen oder trifokalen Linsen kennen. Sie haben nicht diese Ringstruktur und deswegen ist es ja auch eine rotationsasymmetrische Linse. Und was jetzt hier vielleicht zu sehen ist, darf ich mal ein zweites Instrument haben? Sie können hier eventuell ein bisschen so eine weißliche Linie sehen.
hier und da sieht man das. Da ist der Übergang des Fernteils in den Nahteil. Ich weiß nicht, kann man das sehen? Diese zarte Linie hier, so ein bisschen weißlich. Ja. Also wenn man es weiß, sieht man es. Ja, genau. Ne? Also das ist das, der Übergang zwischen dem Fern- und dem Nahteil. Und das ist eben der Grund, weswegen diese Linsentypen so ein natürliches Sehen machen. Wenig Blendung, wenig Haarlos, wenig Kontrastverlust. Und das ist eben das ganz Schöne bei dieser Linse. Und wir versprechen uns halt eben hier auch nochmal sehr, sehr viel von dem Design dieser speziellen Femto-Linse, dass wir da wirklich keine Probleme mit einer möglichen Verkippung zum Beispiel durch asymmetrische Linsenschrumpfung bekommen, was Aberrationen induzieren kann. Überhaupt, dass die Linse länger stabil bleibt im Auge, dass auch gerade die Nachtsicht bei dieser wunderbaren großen Optik, die nicht von dem Kapselblatt überlappt wird, auch sehr gut ist, gerade bei jüngeren Patienten. Und wie gesagt, wir versprechen uns sehr viel davon. Und wir sind fertig und meine Patientin war super und ich wünsche mir einen Applaus für unsere Patienten heute nochmal. Denn für uns ist Routine und für unsere Patienten ist das wirklich jedes Mal eine spannende Sache und wirklich alles super gelaufen. Sie haben fantastisch mitgemacht. Prima, Detlef. Das, wie gesagt, das kam sehr gut rüber, kam sehr gut an. Super. Ich schalte mich dann ab hier. Alles klar, bis gleich. Gut, ich denke, dann können wir gleich mit Herrn Holland diskutieren. Vielleicht die Chance, vielleicht sind noch Fragen im Nachgang aufgetreten an Herrn Rüfer oder Herrn Pölzel, sind ja beide da. Ja. Gute Frage. Das sieht man am nächsten Tag meistens nicht mehr. Ist am nächsten Tag meistens weg. Nee, die ist am nächsten Tag weg. Also man kann es vielleicht noch mal, ich hatte schon mal, wie ich begonnen habe, ein L gemacht und kein F. Und dann habe ich, dann wurde die Hornhaut nicht klar und dann war ich mir nicht mehr sicher, ob das der Strich vom L in die Richtung geht, wenn man so schlecht gesehen hat. Na, dann habe ich gesagt, mach lieber ein F. Ne? Das ist bessere Möglichkeiten. Aber in der Regel ist es nach dem Tag weg. Nach dem Tag ist es weg. Und ich habe das jetzt da zur Präsentation gemacht. Ich meistens markiere es nicht mehr. Weil beim Reinziehen, dass sich das wirklich so verkippt, dass es verdreht ist, das passiert eigentlich nicht, wenn man es gerade reinzieht und nicht irgendwie verwurschtelt dann macht. Also eigentlich braucht man diese Markierung nicht. Vielleicht ist noch eine Frage an Florian. Sonst würde ich noch eine Sache gerne sagen, weil das vergisst der Detlef sicher gleich. Wir operieren ja alle sehr viel mit dem Lenser. Und was mich so fasziniert, und beim Detlef ist es genauso gewesen, wie ich es immer beobachtet habe, und da wird wenig drüber gesprochen, eigentlich, dass diese Hydrodissektion, die wir bei der Katarakt-OP machen müssen, um den Kern da freizukriegen, die ist praktisch durch die Luftblasen, die sich nach dem Lasern ergeben, immer schon vollführt. Das ist Wahnsinn. Also wenn man operiert, kennt man diese Kerne, ja, du machst eine Hydro und du kriegst den Kern mal, das gibt es ja nicht richtig mobilisiert, das mag kein Operateur gern, aber wenn man den gelasert hat durch die Luft, hat man eine Luftdissektion. Der Kern ist praktisch fast immer schon frei. Das ist einer der, für mich, da wird komischerweise wenig drüber gesprochen auf den Kongressen, aber finde ich einen ganz, ganz tollen Effekt, weil ein freier Kern, das wissen wir alle, ist die halbe Miete. Viele Komplikationen entstehen daraus, wenn die Leute den Kern nicht richtig frei machen, da rumdrehen, dann reißt man irgendwie die Zone ab oder sonst was. Also diese Luftdissektion finde ich ganz großartig bei der Relax-Methode und da sollte man mehr darüber diskutieren. Das zweite ist diese freie Kapsel. Detlef wird es ja gleich nochmal darüber berichten, aber das kann ich auch bestätigen. Also ich kann mich ich operiere jeden Tag 3-4 so eine Fälle. Ich kann mich im ganzen Zeitraum an 1-2 Fälle erinnern, wo ich nochmal nachziehen musste, die Rexe. Sonst sind die immer durch. Die ist immer durch. Und wie greifend ist, wie der Detlef das gemacht hat, einmal bitte mit der anderen zieht man das Ding raus, hat man auch einen Beweis, ist frei und fertig. Also das sind zwei ganz, ganz große Dinge, die sind einfach unendlich viel besser und sicherer. Das kann man. Also ich glaube, da ist der Durchbruch auch gewesen, dieses Dimple Down, dass man einmal in der Mitte drauf drückt, genau, dass es von allen Seiten nach innen gezogen wird. Und am Anfang, bevor man diese Technik hatte, waren es, glaube ich, ein paar mehr radiäre Kapseleinrisse. Es ist nicht gut, einfach versuchen so zu ziehen, das würde ich auch nicht machen, das ist wirklich in der Mitte einmal, das ist eine schöne Technik. Ne? Und also man kann, wie man gesehen hat, da nicht mehr was dagegen haben. Es ist einfach so eine überzeugende, so eine schöne Technik und wenn man selbst operiert, merkt man das, wie viele Vorteile
das letztendlich sind. Ja, super, da kommt Detlef. Wir können das Wort dann gleich übergeben. Ich ziehe mich nicht um, damit die Schnippchen da nicht verkommen. Ne? Das soll schneller gehen. Ja, sehr schön. Das ging ja sehr, sehr schnell. Und ob Sie es glauben oder nicht, es gibt auch für die Veranstaltung einen Ablaufplan und da steht letzte OP Ende 20.45 Uhr. Also das ist echt Jungs, klasse. Ging alles völlig glatt, wie Sie alle gesehen haben. Die Patientin war auch schwerst entspannt und vielleicht werde ich mich doch nochmal hinreißen lassen von diesen beiden Herren. Die sind nämlich ursächlich dafür, dass wir heute hier sind, dass wir wieder Live-Surgery machen. Und mir hat es auch Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja, ich glaube, es hat allen Spaß gemacht. Ja. Von daher schön, dass du heute dann doch dabei warst und dich hast also überzeugen lassen. Gibt es noch Fragen an die Chirurgen? Zur Mydriasis, gibt es noch Fälle bei Tamsulosin, dass die Pupillen dann eng werden, dass das ein Problem macht und kann das dann zum eventuell... Floppy Iris und so, das sehen wir eigentlich sehr häufig, aber ich glaube, also ich bin nie jemand, der sagt, man muss das absetzen. Ja. Macht das ein Problem? Das kann schon ein bisschen Probleme machen, weil es einfach, manchmal ist man einfach dann schnell mal mit dem Sog dabei und saugt es ein bisschen an, aber es macht keine massiven Probleme, nicht? Aber beim Relax? Bitte, beim Relax, nee, das ist genauso wie bei. Also tendenziell ist es beim Relax bei uns eher weniger, weil beim Relax geben wir Mydriazert, dieses Pellet, das macht so eine starke Mydriasis, dass wir bei den Patienten eigentlich immer eine bessere Mydriasis haben als bei den Standardkatarakten. Aber grundsätzlich könnte man einfach sagen, bei solchen Lokeration- oder Apparatsituationen und Floppy Eyes, runter vom Gas. Ne? Einfach langsam operieren, das hast du immer schon gesagt. Und dann, es ist einfach so, na, man operiert schnell oder man operiert langsam. Und bei solchen Fällen muss man einfach langsam operieren und mehr aufpassen, was da in das Maul unserer Geräte kommt. Ne? Aber machbar ist das alles. Wir verwenden jetzt bei enger Pupille auch gerne den Majugenring. Den finde ich super. Also der stabilisiert das Iris-Diaphragma so gut. Der macht nicht nur eine Mydriasis, sondern das bleibt auch wirklich in einer Ebene. Und da hat man dann auch bei so komplizierten, enger werdenden Pupillen eigentlich überhaupt kein Problem mit. Das ist wirklich schön. Du hattest vorhin im OP gesagt, dass du dich selbst nicht, aber deine Verwandten, Angehörigen, nahestehenden Menschen jetzt so operieren. Kannst du das kurz, haben alle Hunger, kurz zusammengefasst sagen, warum? Perfektion. Punkt. Mehr brauchen wir nicht sagen. Also man kriegt das, was man plant, das bekommt man. Und das kann ich bei einer normalen Katarakt nicht immer hundertprozentig sagen. Und ich sehe jetzt seit 5 Jahren diese Augen und gerade in Kombination mit so Speziallinsen wie der Femtolinse, die wir jetzt ja auch schon 2 Jahre nachverfolgen. Und wir haben da wirklich Fotoserien von diesen Augen 2 Jahre nach der OP, wo wirklich diese Optik komplett frei ist, die Linse ist wunderbar zentriert und wir haben keinerlei Probleme mit Pigmentdispersion oder irgendwelchen Entzündungszuständen, Druckerhöhungen bei dieser Linse, dadurch, dass da was noch vor dem Kapselblatt ist. Also das ist super sicher, ist eine tolle Kombination und einfach aus Sicherheitsgründen würde ich immer mit dem Laser operieren, ist so. Wenn einer deiner Kollegen dir einen Patienten oder dir einen Patienten schicken möchte, der den Wunsch hat, sich mit dem Laser operieren zu lassen, muss der vorher in irgendeine Sprechstunde hier oder ist das? Nee, muss er nicht. Der kann einfach so angemeldet werden. Muss natürlich, klar, wir müssen leider viel über Geld reden, muss natürlich über die Kosten aufgeklärt werden. Das ist klar. Aber sonst nichts. Sag mal was. Kostet 1450 Euro. Die ist eine Zuzahlung, die der Patient zu leisten hat, die auch grundsätzlich nicht erstattet wird von irgendeiner Krankenversicherung. Okay, ich denke, dann haben wir es soweit. Ein letzter Dank noch. Wir haben uns bei dem OP-Team bedankt, bei den Patienten bedankt, wir haben uns bei unseren Kollegen aus der Industrie hier bedankt. Und der letzte Dank gilt an das tolle Team von unserer Nordblick IT mit den beiden Geschäftsführern. Vielen Dank, das waren echt perfekte Bilder. Und das auch mit dem Ton hat alles geklappt. Also gut war es noch nie. Super. Vielen Dank. Klasse. Und gib den Gruß bitte weiter an die Kollegen von AVT, die da unterstützt haben. Das hat Spaß gemacht und ich glaube, das ist ein Zukunftsmodell. Da haben wir, glaube ich, Lust drauf bekommen, mehr zu machen. So, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, guten Appetit und wir freuen uns natürlich, wenn Sie beim nächsten Mal alle wieder dabei sind in diesem Operation Theater hier. Danke. Schönen Abend.